Brasilien bei EM. Warum? Warum? Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Mann, ich will auch so auf der Bühne stehen und ich will, dass schöne Frauen hinterher schreien. Ja, die Frauen schreien bestimmt dann alle Heya hinterher. Mann, geil, Alter. Was läuft, ja. Was läuft? Dann, willkommen dann zum nächsten Video. War das jetzt gut oder war das schlecht? Ich habe keine Ahnung von Fußball. Oh, na dann, wenn die dabei ist, war schlecht. Yogi, hättest du mal lieber die Giraffe verpflichtet statt Hummels? Die Giraffe? Ist sie wirklich? Wenn du Schweinefleisch essen würdest, wird da nicht passieren. Das kann sein. Jetzt schön auf den Arsch. Oh, oh. Das war ja mal voll daneben. Das hätte ich sein können. Ich hätte auch 500 Meter drüber geschossen. Schießen kann, muss wenigstens einstecken. Oh. Ob das wirklich so weh tut? Ich hab's noch nicht probiert. Ich will's auch nicht wirklich probieren. Sechsmonatiger Abonnent. Ja, mein Schwanz fickt mein Leben. Muss immer wieder jetzen. Mein Leben ist zerstört. Wenn das dein Beitrag ist zu dieser Diskussion, dann möchte ich dich nie wieder hier sehen. Sehr geil, sehr nett. Aber gut, okay. Theoretisch hat er ja fast recht. Meiner Tochter gemacht! Ich hab nichts mit deiner Tochter gemacht. Aber den Satz höre ich nicht zum ersten Mal. Okay, jetzt wird's aber ernst. Wenn Tourette auf Tourette trifft. Oh. Hallo. Hi. Ah. Kommt rein. Runde Nummer 3. Was hat sich gereicht? Okay, leicht pervers, aber man kann's mal so mitnehmen. Du kleiner Goethe. Du kleiner Goethe. Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank, dass wir vorbeikommen können. Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Danke, dass du uns geschrieben hast. Ich habe euch nicht geschrieben. Du kannst auch nicht schreiben. Ich bin eine Frau, ich kann nur kochen. Komm gerne rein. Sehr gut, sehr gut. Ich bin eine Frau, ich kann nur kochen. Ja, sehr gerne. Ich bin schon mal ein bisschen ins Wohnzimmer reingegangen. Ja, genau. Das ist mein Schlafzimmer. Ja, oh, interessantes Schlafzimmer. Vor allem, kommt mal rein, die steht schon lange drin. Ja, mache ich ständig so. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr danke. Gisela trifft auf Günther. Dass ihr gekommen seid. Junge, Felix auch der Beste. Sein letztes Auto hat er sich aus Umweltgründen ein Elektroauto geholt. Und jetzt mein neues Auto, Fragezeichen, 800 PS, bravo. Wer braucht ein 800 PS Auto? Was kann man damit anfangen? Können wir das vielleicht diskutieren, wenn ich nicht am Stream bin? Ja, dann ist das auch so. Nee, aber ehrlich mal, was kann man mit einem Auto anfangen, das dir, was weiß ich, 600 km/h hinhaut? Ich weiß, das waren keine, aber jetzt mal so rumgesponnen. Was bringt dir so ein Auto? Auf der Rennstrecke vielleicht, ja, aber so? In deutschen Autobahnen kriegen wir auch Geschwindigkeitsbegrenzung. Und wer fährt schon mit 8000 über der Autobahn? Das ist lächerlich hier. Okay. Können wir das diskutieren, wenn das Spiel vorbei ist? Verstehst du? Guck mal, ich bin gerade aus Versehen auf YouTube gekommen, da kam ganz kurz dieses Land. Also ich habe wenig Ahnung von Autos. Deswegen frage ich, was bringt es, wenn man so ein ultraschnelles Auto hat? Was hat man davon? Ich bin aus dem drauf gekommen. Noch besser ist, wenn es nur Stadtfahrer sind, die nie Autobahn fahren, aber ein Auto unter den Arsch haben, das 350 fährt. Ich weiß nicht warum. Hier okay, jetzt lassen wir das Thema. Und ich gucke, guck mal, ich gucke gerade ins Publikum und denke... Kannst dich gleich dazu legen, Jens. Am Anfang ist jeden Tag. Dazu. Das hat sich angehört wie dazu lecken. Auch mal zweimal, ne? Hier und da, zick und zack. Aber irgendwann, ich will mal, wie soll ich das ausdrücken? Ist man auch mal. Hat man ja die Gulaschsuppe. Was? Die denkt sich auch, was labert der? Das ist jetzt ein blödes Beispiel, ja? Warte mal. Das war sehr blöd, oh ja. Du denkst ja daran, dass du jetzt performen musst, um Punkte mitzunehmen. Okay. Hallo? Was war das denn? Ist hier jemand in Freispielen? Marcel? Sind wir schalten live auf Malta? Malta, eine Casino-Hochburg. Oh, oh, oh. Ich hab's kaputt gemacht. Oh. Warte mal, warte mal, warte mal, warte. Rentner schlägt Automaten kaputt. Rentner schlägt Automaten kaputt. Sehr gut. Was? Malta-Polizei hat ihn geschnappt. Sehr gut. Jetzt aber mit Telefon haben sie geschnappt. Mit Schnurtelefon sogar einigen hast du. Perfekt. Wirklich nach Malta. So, was mir in letzter Zeit wieder ziemlich häufig erreicht hat. Viele schreiben immer Nachrichten. Ey, Monte, Digga, du hast so ein geiles Leben. Hätte ich auch gern. Ich sag's euch ganz ehrlich.
Es passiert so viel im Hintergrund, was sie gar nicht mitbekommen. So viel Kopfschmerzerei. Vater Staat, Steuern, Meuern, stimmt, dies, das. Stimmt, hat er recht. Macht eine normale Ausbildung, macht erstmal eure Schule, bildet euch weiter, geht studieren, macht was Bodenständiges und versucht nicht sowas zu erreichen, was ich hab. Das ist doch nicht Monto, oder? Also ist seine Stimme in den Storys wirklich so? Nein, ich weiß es nicht. Am Ende des Tages, more money, more problems, real talk, da ist was dran. In diesem Sinne, das wollte ich ihm nur mit auf den Weg geben. Ich würde mich jetzt auch für Sascha Huber entscheiden. Ich mag sein Lächeln. Wirklich? Und seine breite Schulter. Ich denke, dass nicht nur seine Schultern breit sind, oder? Man würde jetzt so machen können und es wäre weg. Würdest du das wollen, dass es weg ist? Oder sagst du eigentlich... Bist du verrückt, dann bin ich arbeitslos. Sehr gut. Ich habe jetzt eigentlich keine andere Antwort erwartet von Gisela. Sehr gut, sehr gut. Oh. Der neue Warzone-Trailer ist blind. Was? Battle Royale, ich gegen euch vier. Battle Royale, ich gegen euch vier. Sehr gut, Alter. Das, was ist das? Drache? Welcome to the Gulag. Ich habe letztens gelesen, der muss wahrscheinlich im Knast, ne? Weil er eine Bewährung abgelehnt hat. Die Bewährung beinhaltet aber, dass er kein YouTube mehr machen darf. Also ich weiß jetzt nicht genau, ich habe das grob gelesen. Ernste Sache. Das Tor ist stabiler als Kevin Wolters Oberarm. Krasses Tor, Alter. Was? Immer zucken, Alter. Was immer zucken? Memo und Natalie über Monte. Wenn wir auch immer Skippo spielen, hat der immer sein Fernglas in... In der Hand. Oh, mashallah. Ja, weil da Enten sind. Ah, guck mal da. Oder Eichhörnchen. Oh, guck mal da. Weil da Enten sind. Jetzt mal zweideutig, dann wird's geil. Ah, jetzt mal rum. Dann sagt er auch immer zu uns, weil guck mal, wir sagen, nee, wir können noch so. Nö, wir kennen noch so. Soll das wieder eine Rentenanspielung sein? Oh, ja, guck mal, die Eumelzahn, Alter. Es gibt kein Brasilien bei EM. Warum? Warum? Das ist gut, es gibt kein Brasilien bei EM. Warum? Nächstes TikTok. Warum? Kann es eigentlich sein, dass Knossi fast genauso wenig Ahnung hat wie ich von Fußball? Vielleicht ein bisschen mehr, aber ich habe ja null Plan. Ich weiß bloß, dass sich halt zwei Mannschaften um einen Ball streiten, statt jeden einzugeben. Gib jeden Anball, da müssen sie sich nicht streiten, Mann. Digga, wenn du... Ich würde doch bloß nicht Tormann sein wollen. Das ist dieselbe Name auch. Ah, das TikTok war sogar von ihr. Willst du nicht mal wissen, wie alt die ist? Wie alt ist sie? Ha, guck, im Bild in der Küche steht das Alter. Digga, welches Bild in der Küche? Das hier? Sweet 60... Lava. Fucking 57 Wochen. Wie lang sind 57 Wochen? 14 Monate. One is the loneliest number that you left. This hero in Germany saved 15 kids out of a burning house. Freunde, löscht eure Kommentare. Den schmeißen wir auch direkt weg. Den schmeiß ich. Doch. Ja, na gut, ich meine, jeder isst andere Sachen, ne? Jeder hat einen anderen Geschmack. Kann man mitmachen. Ich habe einen kleinen Schwanz. How? Ich habe einen kleinen Schwanz. Ich habe einen kleinen Schwanz. Doch eines Tages fand er raus, was das bedeutete. Der schönste Familienort. Also ich hätte einfach so getan, als wüsste ich nicht, was das bedeutet. Wer zu Leuten hingegangen, hätte gesagt, hier, der hat einen kleinen Schwanz. Geh mal drunter durch. Na gut, wenn du gar kein Deutsch kannst, dann ist durch. Natürlich klar, dass du nicht weißt, aber sonst... Bruder, der kann einfach immer da rein. Ja gut, kann ich auch, wenn ich oben übers Tor springe. Aber das ist krass. Das ist krass. Das ist cool. Oha. Systemumgang. Das sieht direkt viel cooler aus. Es ist aber, glaube trotzdem Hausfriedensbruch, oder? Oder ist es sogar Einbruch? Es war ja nichts offen. Gut, das unten war offen. Das ist das Problem. Wird das dann als Einbruch oder als Hausfriedensbruch gewertet? Du bist ja nicht eingebrochen. Du hast ja nichts kaputt gemacht oder so. Oder nichts mutwillig geöffnet. Muss ja nicht immer unbedingt was dabei kaputt gehen. Nicht, dass man mich da drin sieht, ne? In der Sonnenbrille? Oha. Stimmt.
Ich will unbedingt einen rauchen, Mann. Glaube ich zum Ernst. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, so fängt's an. Ja. Wenn die Sucht kickt. Zum Glück habe ich das Problem nicht. Als Nichtraucher hat man dieses Problem zum Glück nicht mehr. Bitte, bitte, Schatz. Nur eine einzige rauchen. Nee. So bin ich davon rumgelaufen. Ja gut, so würde ich auch rumlaufen. Ist das Beste, was du machen kannst. Hallo, mein Freund. Ey, Greenpeace, bester Auftritt gerade. Kommt hier gerade irgendwo Green... Ich würde auch mal Fallschirm springen gehen, aber nur wenn sich der Fallschirm öffnet, sonst nicht. Greenpeace-Typ runter mit so einem Fallschirm. Geile Leute! Ich schwöre, ich habe jetzt übelst Bock. Der fällt ja regelrecht damit runter. Ihr habt mir einfach die Augen geöffnet mit dieser Aktion. Dankeschön. Und ein Zuschauer hat ja auch noch verletzt. Ey, wirklich, ich will das Ding nicht mehr trauen. Ach, das war schon ein Schade, das kam mir gar nicht wie 8 Minuten vor, Alter. Okay, war aber cool. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn nicht getan, abonniert, bis dann verabschiede mich und bitte damit ab.